Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum CDU-CSU nach den großen Medien die Gruppierungen sind, von denen sich die AfD am schärfsten distanzieren muss, die sie am stärksten bekämpfen muss. Außerdem geht es darum, dass wieder einmal offensichtlich wurde, warum die Grünen Boris Palmer ausschließen wollen. Nämlich, weil er aus meiner Sicht tatsächlich ein Demokrat ist. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Aber aus aktuellem Anlass, Herr Günther, an Sie die Frage. Max Otte wird von der AfD vorgeschlagen als Bundespräsident, als Kandidat zumindest. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter in der CDU mit dem CDU-Mitglied Max Otte? Er geht natürlich gar nicht weiter, denn da ist glücklicherweise unsere Satzung ja auch eindeutig. Wenn jemand sich von einer anderen Partei vorschlagen lässt gegen den Vorschlag der Union, dann ist finito. Und von daher ist es auch richtig, ihn jetzt auszuschließen, dass das natürlich bei der AfD sich sowieso verboten hätte. Also wer in der CDU ist und überhaupt darüber nachdenkt, sich von einer solchen Partei vorschlagen zu lassen, hat natürlich in der CDU auch gar nichts zu suchen. Aber hier ist das Satzungsrecht eindeutig und von daher ist jetzt auch Schluss für ihn und das ist auch gut so. Das heißt, Sie streben ein Parteiausschlussverfahren an? Genau. Und wie zuversichtlich sind Sie, dass das durchgeht? Das sind ja hohe juristische Hürden zu nehmen. Sind sie in der Tat, aber hier ist es einfach eindeutig, weil da gibt es gar keine zwei Meinungen, wenn jemand, ich habe es ja eben auch geschildert, wirklich gegen den Vorschlag der Union und CDU, CSU haben sich ja für Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen, auch auf einer gemeinsamen Sitzung und von daher hat die CDU sich festgelegt, welchen Kandidaten sie unterstützt und wer dagegen antritt und sich von einer anderen Partei vorschlagen lässt, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen. Und Parteiausschluss streben Sie jetzt an, weil es die AfD ist? Oder hätte das auch für meinetwegen die Linkspartei oder die FDP gegolten? Das macht es natürlich alles noch viel schlimmer, weil da ist ja auch unsere Faktenlage eindeutig. Wir haben ja auch Beschlüsse, was die Zusammenarbeit mit der AfD angeht. Das ist also der zweite Grund, warum ein Austritt oder ein Ausschluss jetzt auch klar geregelt ist. Und von daher ist natürlich die Dramatik ungleich höher. Ich glaube, jedem ist eindeutig doch klar, dass wir mit der AfD überhaupt keine Gemeinsamkeiten haben, keine Zusammenarbeit möglich ist. Das haben wir klar proklamiert. Und wer das in der CDU nicht verstanden hat, hat einfach auch bei uns nichts zu suchen. Das heißt, die schmeißen ihn jetzt raus? Genau. Und nochmal die Frage, wenn er sich für die FDP aufstellen lassen würde, was wäre dann? Naja, von der Satzung her ist das auch da klar geregelt. Dann auch Parteiausschluss? Naja, es kommt immer darauf an, ob man dieses schwer ziehen würde in einem solchen Fall. Aber eindeutig ist es, das haben wir auch schon mehrfach durchexerziert, auch bei kommunalen Ämtern, wenn jemand für eine Bürgermeisterwahl antritt und gegen den CDU-Kandidaten antritt, dann ist auch da das Satzungsrecht eindeutig. Aber es macht ja auch sonst keinen Sinn. Also warum ist man Mitglied in einer Partei, wenn man dann gegen die Kandidaten der Partei antritt? Das ist, finde ich, klar geregelt und da mache ich mir auch keine Sorgen, dass sowas vor Gericht keinen Bestand hat. Sie glauben, dass das schnell durchgeht? Ja. Frau Gammelin, wie schauen Sie da drauf? Naja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Provokation, so ähnlich wie wir es schon mal in Thüringen hatten bei der Wahl des Ministerpräsidenten, dass einfach AfD und CDU da, also in diesem Fall ein CDU-Mitglied mit der AfD zusammen auch provoziert. Und es ist schon eine heikle Angelegenheit, glaube ich, weil ich würde das so lesen, dass es gerade der Machtwechsel an der Spitze der CDU und das ist natürlich auch eine Provokation für den neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Und ich weiß nicht, ob das so eindeutig durchgehen würde. Es gibt zwar diese Beschlüsse, dass, die auch Armin Laschet ausgegeben hat, dass es zwischen der AfD und der CDU keinerlei Kooperation geben wird. Kein Mitregieren, kein Dulden und so weiter. Und da wird man natürlich klären müssen, ob jetzt eine Kandidatur für den Bundespräsidenten, für das Amt des Bundespräsidenten darunter fällt. Also gibt es keinen Präzedenzfall und man ist ja da vor Gericht wie auf hoher See, recht allein. Wie bewertet Boris Palmer das, der auch gerade mit einem Parteiausschlussverfahren konfrontiert ist? Als Experte für Parteiausschlussverfahren. Ja, genau. Der eine Idee davon hat, wie sowas läuft, wie hoch die rechtlichen Hürden auch sind. Na, ich bin ja auf der anderen Seite. Also klar ist, wenn jemand für eine andere Partei so ein Amt anstrebt, dann kann er nicht in der Partei sein. Das ist mal der erste Punkt. Man kann nicht auf dem Platz stehen, wenn Bayern gegen Dortmund spielt und sagen, ich spiele für beide Mannschaften. Das funktioniert halt nicht. Muss ich mich auf ein Tor konzentrieren. Also muss er raus. Klarer Fall. Und das andere ist, und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zurückhaltend, dass da
versucht wird, so eine moralische Brandmauer gegenüber das Reich des Dunklen bei der AfD aufzubauen. Das teile ich einfach nicht, weil ich der Auffassung bin, die soll man behandeln wie jede andere Partei und sagen, wo die inhaltlichen Differenzen sind und nicht mit so moralischen Ogu da rangehen. Ja. So kommt es mir vor, dass es jetzt ganz besonders schlimm ist, weil dann moralischer Ogu damit verbunden ist. Ja, gut, ich würde halt einfach sagen, das ist schlicht falsch. Fertig. Ausschließen. Okay, das heißt aber, dass es dann juristisch im Zweifel auch schwierig wird, wenn man sagt, pass auf, die AfD behandeln wir und ist eine Partei wie jede andere auch. Glaube ich nicht. Ich glaube, der Ausschlussgrund ist glasklar. Für beide Mannschaften kann man nicht spielen. Also auf Wiedersehen. Aber Sie plädieren dafür, die AfD zu behandeln wie jede andere Partei auch. Das ist einer der Konfliktpunkte mit meiner Partei, der auch in der Schrift, genau, warum mein Ausschluss betrieben wird, diskutiert wird. Und da kann man ja verschiedener Meinung sein. Meine Auffassung ist, dass das Dämonisieren, das Moralisieren, ja, das Herabsetzen der anderen und insbesondere der Wählerschaft der AfD, bei denen eher eine Wagenburg-Mentalität stärkt, ja, zusammentreibt und sie stärker macht und ihnen Leute zutreibt, die vielleicht sonst gar nicht AfD wählen würden. Ich bin da für den Dialog auf Augenhöhe. Ich möchte jemand sagen, was ich für falsch halte, ohne den anderen zu einem schlechten Menschen zu erklären. Ich sage AfD-Lern, wo sie falsch liegen, und ich moralisiere sie nicht. Und ich glaube, dass es langfristig einfach erfolgversprechender ist. Frau Gammelin. Ja, also da möchte ich eigentlich ganz klar widersprechen, weil wenn ich die Bundestagsdebatten auch höre, wo die AfD-Abgeordneten sich äußern, speziell manche, dann kann man nicht sagen, das ist Augenhöhe, wenn dann gesagt wird, ich verachte sie alle, die in diesem Bundestag sitzen und so. Also das finde ich nicht. Und diese Kandidatur, finde ich, ist auch eine ganz klare eine Provokation. Das ist auch eine Provokation der Art und Weise, wie der Bundespräsident gewählt wird, weil das heißt ja dann, ein CDU-Mann würde gern selber kandidieren, wird von seiner eigenen Partei nicht aufgestellt und geht dann ausgerechnet zur AfD, die dann damit beweisen will, dass wir ja hier in einer Demokratie sind, wo jeder machen kann, was er will. Und deswegen kann er sich da auch aufstellen lassen. Warum sollte man über dieses Stöckchen drüber springen? Ich würde einfach genau das sagen. Es ist ja normal, man kann kandidieren, aber wenn man in der falschen Mannschaft mitspielt, ist man raus. Erledigt. So einfach ist es eben ja für nicht. Für mich ist es weil so einfach. Ich wurde gefragt, für mich ist es ja so einfach. Also für mich ist es eine Provokation der Art und Weise, wie jeder gewählt wird, wie der Bundespräsident gewählt wird, wie Parteien auch miteinander umgehen. Und das ist natürlich für die CDU ein bisschen misslich, dass jetzt gleich am ersten, zweiten, dritten Tag, wo Herr Merz gewählt ist oder fast dann intronisiert ist, so eine Provokation stattfindet. Also mit der Partei, die im Bundestag sagt, ich verachte sie alle, wie sie da sitzen und mit den Regeln, die sie aufstellen. Das ist nicht eine Partei auf Augenhöhe. Das ist, finde ich. Ich finde, die haben das gleiche Mandat. Egal, was für den Mist die reden, solange sie nicht verboten sind, sitzen die im Bundestag. Und die werden auf Augenhöhe. Deswegen ist ja die Debatte darüber auch so interessant. Auf Augenhöhe behandelt. Ich finde alles andere nicht in Ordnung. Das heißt, die haben sie? Das Mandat der Wählerschaft, ja, und die bekämpfe ich inhaltlich, so hart es geht. Und ich sage ihnen alles, was sie falsch machen. Und wenn die sagen, sie verachten mich, dann sage ich, das ist ihr Problem, nicht meins. Das sind sie nicht Demokrat, nicht ich. Herr Günther. Aber ich würde schon sagen, dass es schon auch einen Unterschied gibt bei der AfD auch zu anderen Parteien. Das ist auch kein normaler politischer Gegner, mit dem man sich sozusagen in den Argumenten auseinandersetzt, sondern das ist schon eine Partei, deren Funktions- und Mandatsträger ja auch unsere parlamentarische Demokratie verhöhen und auch ihre Institutionen. Und das auch durch Symbole, durch Verhalten im Bundestag deutlich machen. Und da muss ich schon sagen, jemand, der in der CDU Mitglied ist, in einer Partei, die diese Demokratie hochhält, da darf einfach eine Zusammenarbeit, ein Austausch mit dieser Partei nichts Normales sein. Und deswegen ist es schon für mich ein deutlicher qualitativer Unterschied, ob man sozusagen gegen die Satzung verstößt, weil man bei der anderen Mannschaft mitspielt. Aber es hat ja nicht Bayern gegen Dortmund gespielt, sondern das ist jetzt die AfD. Und das hat schon eine andere Qualität. Die Linkspartei hat auch eine andere Qualität diesbezüglich? Da hatten Sie ja mal ein Thema. Naja, gut. Als Sie gesagt haben, werden wir das Gespräch mit denen mal suchen müssen, weil, ich fand den Gedanken ja sehr interessant, es kann speziell mit Blick auf Sachsen-Anhalt eine Situation entstehen, in der wir plötzlich als CDU dauerhaft in der Opposition sind, wenn wir nicht irgendwann mal entweder mit der AfD oder mit der Linkspartei in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Ja, wobei ich immer gesagt habe... Und das zeigt ja, wie sehr sich da eben Dinge auch verschoben haben. Genau. Und deswegen ist auch diese Geschichte hier so interessant.
Ja, also bei allen politischen Unterschieden zur Linkspartei, die kaum größer sein könnten als zwischen CDU und Linkspartei, ist für mich die Linkspartei in der Tat eine andere Qualität als die AfD. Aber mein Argument seinerzeit war nicht so sehr, dass die CDU dauerhaft in der Opposition bleibt, sondern mein Argument war, dass die CDU als staatstragende Partei niemals sich hinstellen kann und sagen kann, dann gibt es halt keine Regierung in dem Land, mit solchen Leuten reden wir nicht mal. Da habe ich gesagt, in solchen Situationen muss die CDU bereit sein, auch mit einer solchen Partei zu sprechen. Und sehen Sie immer noch so? Das sehe ich immer noch so. Und ich würde mal sagen, wenn die CDU rechtzeitig vor der Wahl in Thüringen sich diese Gedanken etwas vertiefter gemacht hätte, weil da genau diese Situation eingetreten ist, die übrigens in Sachsen-Anhalt 5 Jahre vorher fast schon mal passiert wäre, dann wären wir nicht in dieses Dilemma gekommen. Gleichzeitig will ich euch sagen, wie es besser gehen könnte. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament, das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Vielen Dank, ihr seid wirklich sehr solidarisch. Ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Aus meiner Sicht war es an Unverschämtheit und Dreistigkeit kaum zu überbieten, wie Kerstin Gammelin Carsten Hill seinen Strick daraus drehen wollte, dass er gesagt hat, dass er die meisten Bundestagsabgeordneten verachtet. Bei einer Rede. Das hat sie natürlich getan, ohne den Gesamtkontext zu nennen. Hier noch einmal die Einblendung, um was es geht. Die Verantwortlichen in China, Indien und allen anderen Entwicklungsländern kommen vor Lachen nicht in den Schlaf, ob der dümmsten Energiepolitik und der Selbstzerstörung der deutschen Wirtschaft. Aber mit der Zerstörung der eigenen Wirtschaft geben sie sich nicht zufrieden. Auch die Naturzerstörung muss forciert werden. Daher wollen sie das bisherige Tempo des Umflügens der deutschen Kulturlandschaft verdreifachen. Auf 2% der Landesfläche sollen daher jede Menge Windindustrieanlagen gebaut werden. Das sei im nationalen Interesse, behaupten Sie und Ihre Koalitionspartner, auch die Verräter der Freiheit in der Mitte des Parlaments. Diese 2% sind natürlich ein zum Himmel stinkender Betrug, da hier nur die unmittelbar bebaute Fläche berechnet wird. Doch jeder dieser Vogelschredder braucht Abstand zum nächsten Vogelschredder. Je größer er ist, desto größer die beanspruchte Fläche. Und damit werden aus 2% schnell 9-10%. Das sind dann rund 36.000 Quadratkilometer mehr als die gesamte bebaute Fläche in unserem Vaterland. Das sind nämlich nur 8%, also alle Städte und Dörfer zusammengenommen. Und Strom bei Flaute liefern diese krankmachenden Ungetüme natürlich auch nicht. Allein das würde schon ausreichen, Sie und Ihre Berater auf Ihren Geisteszustand untersuchen zu lassen. Sie lassen zudem völlig außer Acht, dass die Deutschen schon heute im Wesentlichen befeuert durch ihren grünen Klimarettungsirrsinn und völlig konträr zu grünen Versprechungen. Wir alle kennen die Lüge von der einen Kugel Eis im Monat unter den höchsten Strom-, Öl- und Gaspreisen der Welt. Und nicht nur das. Im Wochentakt vermelden die Medien Stromausfälle über das ganze Land verteilt. Hamburg, Dresden, Berlin, Regensburg und. Und schon jetzt ist das Stromnetz extrem instabil. Mehr als 8000 Eingriffe ins Netz. Hunderte Stromabschaltungen waren im letzten Jahr notwendig, damit das Stromnetz nicht kollabiert und das ganze Land im Dunkeln sitzt. Waren es anfangs dieses Jahrhunderts noch 10 Eingriffe pro Jahr, sind es jetzt knapp 40 pro Tag. Dem gemeinen grünen Wähler macht das alles nichts aus. Er tankt weiterhin seine SUV voll,
zahlt gerne 40 oder 60 Cent pro Kilowattstunde und geht mit dem ruhigen Gewissen satt ins Bett, weil er glaubt, die Welt retten zu helfen. Otto Normalverbraucher und seine Familie können das nicht. Sie werden zwar gezwungen, bei der Weltenrettung zu helfen, sie müssen aber zusätzlich entscheiden, ob sie ihr Geld mehr fürs Heizen ausgeben oder fürs Essen. Heizen oder Essen. Aber immer im Bewusstsein, die Welt zu retten. Hört sich spaßig an, ist es aber nicht. Jedem, der noch bei klarem Verstand ist, muss bei Ihren Plänen der Spaß vergehen. Es ist bitterer Ernst. Sie, Minister Habeck, wollen den Untergang Deutschlands. Schließlich fanden Sie Vaterlandsliebe schon immer zum Kotzen. Wir nicht. Wir lieben unser Vaterland und werden uns jedem Angriff auf unsere Art zu leben entschlossen entgegenstellen. Auch darin unterscheiden wir uns von den Grünen, Kommunisten und all die Ihnen, die da mitmarschieren. Aber irgendwann werden Sie alle sich verantworten müssen für die Verarmung und für die Verelendung großer Teile des deutschen Volkes, für die Zehntausenden Toten bei einem Blackout und durch die Gentherapieschäden, für die Ebnung des Weges in den Totalitarismus und vor allem für die geschundenen Kinderseelen aufgrund ihrer menschenverachtenden Corona-Politik. Nicht vor einem weltlichen Gericht vielleicht, aber spätestens dann, wenn Sie vor Ihrem Schöpfer stehen. Ich verachte Sie bis auf wenige Ausnahmen zutiefst. Betrachten wir die Lage. Die großen Medien, inklusive Kerstin Gammelin, framen die AfD permanent als rechtsextrem, als unmöglich, als Dämonen. Die AfD wird bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch bei Markus Lanz, seit der Bundestagswahl nicht mehr eingeladen. Überhaupt bei Markus Lanz, seit dem Auftritt von Alice Weidel im Frühsommer, wurde kein AfD-Politiker mehr eingeladen. Eine größere Verachtung kann man wohl kaum zum Ausdruck bringen. Und im Bundestag, wie die Leute mit der AfD umgehen, wie sie die Ausschussvorsitzenden nicht gewählt bekommen haben, sie den Bundesvizepräsidenten nicht gewählt bekommen haben. Eine größere Form von Verachtung, die auch vollkommen offensichtlich ist, kann man der AfD überhaupt nicht gegenüberbringen. Und sie beschwert sich jetzt hier allen Ernstes darüber, dass Carsten Hilse gesagt hat, dass die Abgeordneten, die die AfD permanent peinigen, durch Nichtwahl in Ausschüssen, durch Beschimpfungen, durch Verächtlichmachung, durch Framing, sie beschimpft allen Ernstes Carsten Hilse dafür, dass er sagt, dass er diese Leute sagt, dass er sie verachtet. Diesen O-Ton, den kann sich die AfD merken und kann es bei jeder Rede, kann sie es bringen. Besonders dreist war aus meiner Sicht auch die Begründung von Daniel Günther, wie er die permanente Verächtlichmachung der AfD begründen würde. Dass sie die demokratischen Institutionen, den Bundestag verhöhnen würde. Aber ich würde schon sagen, dass es schon auch einen Unterschied gibt bei der AfD auch zu anderen Parteien. Das ist auch kein normaler politischer Gegner, mit dem man sich sozusagen in den Argumenten auseinandersetzt, sondern das ist schon eine Partei, deren Funktions- und Mandatsträger ja auch unsere parlamentarische Demokratie verhöhnen und auch ihre Institutionen. Und das auch durch Symbole, durch Verhalten im Bundestag deutlich machen. Auffällig ist aus meiner Sicht, mit welcher Selbstverständlichkeit Daniel Günther in die unterste Schublade greift und eine Menschengruppe systematisch stigmatisiert, verächtlich macht. Und das Auffällige bei der CDU ist, dass sie das genauso anscheinend schon seit Jahrzehnten machen mit anderen rechten Parteien. Vor allen Dingen mit den Republikanern. Aber viele wissen die auch gar nicht. Man muss wissen bei den Republikanern, dass 2001 ein Gericht festgestellt hat, ein Berliner Gericht, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, dass es rechtswidrig war. Dass es keinen Anlass gab, dass die Republikaner immer demokratisch waren, dass die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, dass es nicht in Ordnung war. Aber für die Republikaner war es zu spät, sie waren längst am Ende und die Medien haben das nicht groß aufgegriffen. Und genau hier zeigt sich, warum sich die AfD von der CDU besonders scharf distanzieren muss. Erstmal ist das Framing der CDU besonders stark. Auch Leuten wie Maaßen wird besonders viel Vertrauen geschenkt. Wenn CDUler sagen, die AfDler, es sind Dämonen. Dann wird ihnen mehr geglaubt, als wenn die Grünen das sagen. Und besonders wird es ihnen mehr geglaubt, wenn die AfDler, wenn sie noch vergleichsweise nett zu der CDU sind. Weil wenn die AfD die CDU positiv framet, dann wird ihrem ganzen Verhalten Berechtigung eingeräumt. Und natürlich werden jetzt viele sagen, das stimmt doch gar nicht, die CDU wird doch auch ganz scharf kritisiert. Aber ich glaube, viele bei der AfD haben so im Hinterkopf, die CDU, da sind viele auf der richtigen Seite und die holen wir dann schon. Mit denen koalieren wir irgendwann. Wenn wir ganz viel dazugewinnen, aber irgendwann koalieren wir dann mit der CDU. Und aus meiner Sicht, das muss man sich aus dem Kopf schlagen. Es darf nicht darum gehen, mit der CDU zu koalieren, sondern es muss darum gehen, die CDU auf 0% zu bringen. Das muss die ganz klare Zielmarke sein. Die Zielmarke muss sein, dass man die ganzen Leute der CDU, die jetzt bei der CDU das Sagen haben, dass man sie aus dem Bundestag rausbringt. Das muss die Haltung sein. Weil wenn man sich das Verhalten der CDU anschaut,
Aus meiner Sicht ist es so faschistoid wie von eigentlich keiner anderen Partei im Bundestag, einschließlich der Linken. Das will schon was heißen. Die CDU will Telegram abschaffen. Da haben die Grünen protestiert. Bei Maischberger hat Armin Laschet gefordert, Maischberger müsse Haltung zeigen. Die CDU ist aus meiner Sicht primitiv. Sie greifen primitiv zu faschistischen Methoden. Sie probieren auch so hemmungslos die Mediennarrative zu erfüllen wie keine andere Partei. Scholz und Habeck, sie haben etwas Widerstand geleistet, als es um den Lockdown ging. Wenn die CDU an der Regierung wäre, dann säßen wir seit dem Herbst im Lockdown. Dann hätten wir auch bestimmt schon eine Impfpflicht. Man muss daran denken, auch wenn man Scholz nicht mag, Scholz und die Ampel, sie haben es durchgesetzt, oder man kann auch sagen die FDP immerhin, sie haben es durchgesetzt, dass wir jetzt keinen Lockdown haben, was aus meiner Sicht essentiell ist. Mit der CDU, wir wären jetzt im Lockdown. Und warum? Weil die großen Medien das wollen. Das hat auch Söder gewusst, er hat das Narrativ aufgegriffen. Und die CDUler haben es ganz stark aufgegriffen. Lockdown, die Medien wollten den Lockdown unbedingt im Herbst, sie haben ihn nicht bekommen. Und sie wollten die Impfpflicht, gut, da hat jetzt Scholz nachgegeben, aber nur weil jetzt die SPD vielleicht nicht ganz so schlimm ist wie die CDU, heißt ja noch nicht, dass die SPD eine redliche Partei ist. Bei den Linken ist es aus meiner Sicht so, sie wollen uns austricksen. Sie wollen uns hässlich framen, uns reinlegen, wir sollen das gar nicht merken. Sie fühlen sich intellektuell überlegen, sie halten sich für besonders schlau und sie wollen das ausspielen. Sie wollen uns austricksen, mit intellektueller Überlegenheit. Das ist mir aber ehrlich gesagt lieber, dieses Spiel zu spielen, sich gegen Tricks zu wehren, als wie die CDU es macht, einfach mit der faschistischen Brechstange durchzugehen. Also mit der gleichen primitiven Art wie in Diktaturen. Dass man einfach auf die Idee kommt, man schaltet Telegram ab und sie wollen ja die AfD am liebsten direkt verbieten. Sehr positiv aufgefallen ist mir in der Sendung Boris Palmer. Er hat die Verächtlichmachung nicht mitgemacht. Oder er macht sie natürlich teilweise mit. Deswegen werden natürlich Boris Palmer, Sarah Wagenknecht eingeladen. Weil sie die Verächtlichmachung der AfD mittragen und sie sozusagen Kronzeugen sind und sie Pluralität suggerieren. Also sie sind sozusagen diejenigen, mit denen man sich streiten kann, die aber auch das Negativ-Framing, die Verächtlichmachung der AfD bedienen. Hier ist aber Boris Palmer aus meiner Sicht schon ausgeschert und etwas außerplanmäßig stärker ausgeschert, als sich die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich gedacht haben. Daniel Günther wollte, dass die AfD dämonisiert wird, dass es selbstverständlich ist, dass sie benachteiligt werden, wohingegen Boris Palmer gesagt hat, man soll die Wähler überzeugen, man soll die AfD inhaltlich bekämpfen. Und das ist natürlich vollkommen demokratisch. Mit Argumenten darf man immer kämpfen, aber natürlich nicht mit Methoden der Verächtlichmachung, die er hier auch kritisiert hat. Jetzt werden viele sagen, Boris Palmer fordert doch die Impfpflicht. Aber das kam auch im späteren Verlauf der Sendung raus. Boris Palmer fordert die Impfpflicht, aber er fordert sie ab 50 und vor allen Dingen auch nur die ersten beiden Impfungen. Und er ist dafür für die Aufhebung aller anderen Maßnahmen. Das muss man wissen. Und aus meiner Sicht ist es ja auch kein Problem, bestimmte Positionen einzunehmen. Es ist okay, Forderungen zu begründen und zu stellen. Und man kann über alles diskutieren. Aber was eben nicht demokratisch ist, ist die Verächtlichmachung des politischen Gegners. Und das macht die CDU seit 30 Jahren. Und die CDU ist die Partei, die den Konservativismus in Deutschland kaputt gemacht hat, schon seit 30 Jahren. Weil das Emporkommen charismatischer Figuren verhindert hat, wie Franz Schönhuber. Es ist natürlich klar, aus einer Partei wie der CDU, da kann niemand hervorgehen. Das ist eine moralisch vollkommen zerstörte Partei. Und ich denke, niemand aus einer solchen Partei kann Charisma haben. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass es in der CDU, CSU niemand mit Charisma gibt, in den letzten 30 Jahren. Sie zerstört alles in Deutschland. Sie macht Deutschland kaputt. Sie hat die Rechte kaputt gemacht in Deutschland. Aus billigem Machtinteresse. Aus meiner Sicht ist es ein mafiöser Verein, dessen Schlimmheit man gar nicht überschätzen kann. Und das sage ich als jemand, der bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren noch CDU-Mitglied war. Die AfD darf nicht vergessen, dass negatives Framing von CDU, CSU wirksamer sind als von den Grünen. Und es wird umso wirksamer, je weniger sie sich scharf von CDU, CSU distanzieren. Das heißt, man kann eigentlich die Verachtung gegenüber CDU, CSU, so wie es Carsten Hilse gemacht hat, gar nicht stark genug zum Ausdruck bringen. Weil, was heißt das? Wir verachten sie. Er bringt damit automatisch zum Ausdruck, ich bin anders. Und wahrscheinlich hat sich Kerstin Gammelin keinen Gefallen getan, dass sie Carsten Hilse zitiert hat. Weil die Leute fragen sich jetzt natürlich, er verachtet die anderen.
Warum denn? Warum sind denn die anderen verachtenswert? Die anderen sind doch die netten Demokraten. Sind die vielleicht gar nicht so nett? Sie hat natürlich versucht, dem Ganzen einen negativen, gewalttätigen Drift zu geben. Sozusagen, er ist einer, der einfach rumplärt und rumschreit. Aber ob das verfängt, das muss ich erstmal zeigen. Aus meiner Sicht, wenn die Leute Carsten Hilse googeln und die Rede sich anschauen, das ist nicht das, was Kerstin Gammelin sich wünscht. Und erst zu Aussagen, wir haben eine konservative Mehrheit, und damit meint man auch CDU-CSU, womit man CDU-CSU das Attribut konservativ zugesteht. Das macht das Framing von CDU-CSU stark. Und das darf man aus meiner Sicht nicht machen. Das muss unbedingt aufhören. Auch muss man sich natürlich ganz scharf von Hans-Georg Maaßen distanzieren, der sich von Otte distanziert hat. Es war auch gut, dass man keine Brücken geschlagen hat zu Maaßen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.